So, hallo erstmal zum Toto Flachland Guide zur Ulala Idle Adventure. Starten wir direkt auch mal mit dem weißes Einhorn-Gorilla-Anführer, den gab es jetzt schon öfters mal. Konterattribut Erde, beziehungsweise halt, Boss ist sein Hauptattribut, kontern wir mit Erde am besten, Erde Blitz. Das ist auch jetzt wieder die Variante mit den drei zufälligen Schneebällen. So, und dann stellen wir mal schnell die Pets um. Ah, ist schon eingestellt. Kamel Army. Ja, habe ich überall schon eingestellt gerade. Euren Healer könnt ihr eigentlich auch wieder auf AOE lassen. Eigentlich wichtig. Nur beim Tank sollte man sich als ersten Skill wieder. Hier haben wir es. Spot reinpacken. Ist eigentlich ganz wichtig. Auf dem vierten Slot habe ich noch AOE-Reduzierung. Auf dem dritten den Stun. Wie gehabt, eigentlich alles. Sollte eigentlich so ohne Probleme funktionieren. Ja, meine Chars sind jetzt schon Level 64, also wie ich denn die Bosse geschafft habe, alle war ich glaube ich noch 62, 63, also es geht auch ein bisschen niedriger, gerade dann bei den letzten Bossen. Gerade auf Level 63 wird es halt dann extrem einfacher, wenn man den vierten Slot freischaltet für die Toys. Und da liegt auch schon der Kollege. Ja, jetzt kommt der Weißwolfkönig. Der ist echt nervig, der Boss. Die Pets können wir lassen. Wieder Boss-Kontern eben mit Erde und Blitz. Da passen die Kamele ganz gut. Die Skills von dem sind eigentlich richtig blöd, ja. Also, die machen eigentlich gar nichts. Die kann man total ignorieren, bis auf dem einen hier. Erhaltene Damage um 70% reduziert. Und wenn jedes Add von ihm stirbt, bekommt er immer Schaden. Das ist eigentlich der ganze Trick bei dem Boss. Nerviger an dem Boss ist jetzt, dass ich mal jetzt alles umbauen muss. Also, ihr müsst eure komplette Gruppe auf AOE-Schaden umbauen. Also, so lange umbauen, bis es dann halt reicht. Beim Tank habe ich einmal hier den Swipe und dann hier noch das Dornenschild. Das packe ich jetzt auch mal mit rein. Im Endeffekt nimmt man für den Weißwolfkönig seine AFK-Skillung. Weil AFK macht mir meistens nur AOE-Skills rein. Und ja, damit fährt man da eigentlich am besten. Glaube, beim Healer hatte ich nur drei. Glaube schon, ja. Ah ne, hier habe ich auch noch einen. Packen wir uns auch mal mit rein. Mehr AOE-Schaden ist immer gut. Ja, hier muss man dann natürlich ein bisschen selber auch gucken, was am besten harmoniert. Da kann ich euch jetzt keinen allgemeinen Rat geben. Da muss man halt immer, kommt halt auf euer Setup auch an, was ihr für DDs im Team habt, wie ihr das am besten dann organisiert. Da gibt es also jetzt kein 0815, dass man sagt, packt euch das auf Slot 1 und das auf 2 und. Am besten halt echt immer einfach nur viel AOE-Schaden reinpacken. Genau, den brauche ich.
Brennziegel ist. Ist doch schlimm, wenn man vorher Englisch gespielt hat und da ist es. Dann wieder auf Deutsch umstellt. So, sind alle umgestellt. Jawohl. Ja, und das ist eigentlich der ganze Trick bei dem Boss. Habe ich jetzt schon öfters im Chat gelesen, dass Leute nicht gewusst haben, wie sie den schaffen sollten. Wobei der eigentlich echt easy ist. Also das A und O bei den Bossfights ist eigentlich echt, sich immer nur die Skills durchzulesen. Dadurch erklärt sich eigentlich die Hälfte schon von selbst. Sieht, umso mehr Ads sterben, umso mehr Schaden bekommt halt auch der Boss. Also man muss hier auch gar keinen Schaden auf den Boss eigentlich machen. In dem Sinne. Sagt, der Boss ist eigentlich echt easy. Wenn man es mal weiß. So, das ist auch wieder ein alter Bekannter. Ja, der ist immun gegen CC. Beziehungsweise nicht immun. Verkürzt das. Naja. Da können wir auch wieder die Kamele lassen. Also Erde Blitz. Ich hab eh keine besseren, nur wieder umbauen. Das ist halt nach diesem Weißwolfkönig echt das Nervigste eigentlich immer. Die ganze Umbauerei. Schauen natürlich alle immer gleich aus. Da ist es. Ja, das ist schlimm. Am Handy spiele ich immer mit Englisch, weil ich es besser finde. Und fürs Video nehme ich dann natürlich immer Deutsch. Assassinen und beim Warlock ist es ein bisschen einfacher zum Umstellen, weil das sind die Bilder einprägsamer. Ah, das war der falsche Knopf. Könnt ihr das bei dem Boss, wenn ihr Probleme habt, kann man dann natürlich auch noch beim Tank mehr nochmal den zweiten Skill für die AOE-Reduzierung mit reinnehmen. Oder ihr könnt bei den DDs auch versuchen, noch Unterbrecher mit reinzunehmen, weil ich glaube, der Boss lässt sich auch unterbrechen. Zur Not halt einen Stun mit reinpacken. Aber eigentlich macht er so keine Probleme. Ah, okay, der lässt sich nicht unterbrechen, der erste Angriff. Oh, der zweite, ja. Den könnte man dann noch theoretisch unterbrechen. Aber soll der auch so gehen? Mein Healer, wie gesagt, natürlich auf AOE lassen, weil der Boss macht hauptsächlich AOE-Schaden. Thank you.
Ja, voll. Ach, der Boss ist ein bisschen ekelig. Also der hat hier auch einen Schild. Wenn ihr Probleme beim Boss habt, könnt ihr mit den DDs versuchen, das Schild zu debuffen. Aber meistens bin ich besser gefahren, wenn ich einfach weiterhin auf Damage geblieben bin. Ansonsten macht er... Ja, er macht hier ein bisschen AOE-Schaden. Aber überwiegend macht er richtig Schaden am Tank. Also deswegen muss man den Tank auf jeden Fall umstellen auf Überleben. Und das Pad natürlich jetzt anpassen. Dann nehmen wir am besten ein starkes Blitzpad, wenn man hat. Blitzfeuer ist natürlich dann immer optimal. So wie der hier. Ist zwar Symbiose, was für einen Warrior natürlich suboptimal ist, weil ein Warrior eigentlich ein Armor-Pad braucht, also ein Guardian. Ne, Deutsch heißt es glaube ich Wächter, ne? Ja, Wächter. Wächter-Pad, aber das ist... Ja, das geht dann schon. Bei den Skills muss man halt dann auch immer ein bisschen gucken, was man nimmt. Wie und was. Also ich nehme jetzt zum Beispiel mal den hier. Und als letztes nehme ich dann noch... Oh, wo ist es denn? Muss ich jetzt mal gucken, den Healer müsste man theoretisch... Single-Target umstellen mit einem AOE-Heal, aber ich glaube, das müsste jetzt bei mir mit AOE-Heal passen, deswegen stelle ich den Healer jetzt in den Skills nicht um, wenn nicht, muss ich den Boss halt nochmal machen. Ja, müssen wir den da nehmen. Zwar nur 6, aber... Ja, dann... 6 in Assist, meine ich. Nee, das rede ich Müll. 6 in Blitz und 4 in Feuer. Der wäre theoretisch besser mit 8 und 2, aber der hat über einen Punkt weniger in Assist. Deswegen nehme ich jetzt mal lieber den hier. Ja, probieren wir es mal aus. Ich habe mich jetzt nicht mit dem Heal verkalkuliert. Aber auf dem Level ist das noch, glaube ich, verkraftbar. Ja, der Healer weggeheilt. Ich weiß noch, wie ich den Boss das erste Mal probiert habe, hatte die Skills nicht hundertprozentig umgestellt und dann hat es mir da unter den Tank zerlegt. Problem ist auch, man kann die Skills nur durch Stun unterbrechen, deswegen braucht man da auch gar nicht großartig versuchen zu unterbrechen. Ja, jetzt kommt der Freund hier. So, der hat Frost, Feuer, das heißt am besten wäre natürlich ein Erde... Eine Erde... Frostpad, falls ihr habt. Der Boss ist ein bisschen eklig, weil er hier eine Blutung hat an der Gruppe verteilt, die nicht reduziert werden kann. Nicht entfernt werden kann. Und er macht auch viel. Er macht auch viel AOE-Schaden.
Ja, und das Problem eigentlich ist jetzt hier nur, dass man in der Regel meistens kein passendes Pet für den Boss hat. Mal kurz gucken. Ja, weil Erde, Frost. Ja, habe ich hier zwar sogar eins. Kann ich nehmen. Aber hatte ich meistens. Dann nehme ich den. Den Tank bauen wir auch ein bisschen um die Gruppe ein bisschen zu entlasten. Switchen wir den mal so. Mache ich hier nochmal den Absicherung rein. Auch noch eine AOE-Reduzierung, aber nur für eine Person. Den Healer natürlich zwingend auf AOE lassen, ist eigentlich ganz wichtig. Ja, und das mit den Pets ist halt echt immer so eine Sache. Wenn ich jetzt mal gucke, hier habe ich. Okay, der hat nicht so viel Assist. Aber die jetzt wo in Frage kommen würden, die haben wir noch weniger. Gerade für einen Healer ist bei dem Boss Assist eigentlich auch wichtig. Ja, das ist immer echt ein bisschen blöd manchmal mit den Pets. Wenn man die passenden hat. Ja, ich werde jetzt trotzdem wohl wieder das Kamel nehmen, gerade für den Healer. Glaube ich mehr Sinn. Ja, und 5-5. Hier, 5-5 kann man sich eigentlich sparen. Ne, dann nehme ich bei den anderen auch wieder. Mehr. Ja, das auch wobei. Ah. Der macht natürlich dann noch mehr Sinn, wenn man den hat. Mal gucken, aber ich glaube, den hatte ich bei den anderen noch nie. Ah doch. Ja, perfekt. Das hatte ich beim letzten Mal noch nicht, wie ich es probiert hatte. Ja, aber der Healer hat den nicht. Ja, ist natürlich blöd. Ja, dann lassen wir das so. Sollte funktionieren. Hoffe ich. Ich muss es nochmal probieren. Let's fetz. Ja, man könnte jetzt zur Not auch noch bei den DDs mit Silence arbeiten oder so. Oder mit Stunt. Die Skills ein bisschen hinauszuzögern vom Boss, aber meistens fährt man mit Full Damage wahrscheinlich besser. Wie man jetzt auch sehen kann. Wichtig ist halt, dass der Heal passt. Das ist eigentlich bei dem Boss das Wichtigste. Ja, gerade anfangs, wie ich den Boss probiert habe, hat es mir immer die Gruppe zerlegt, weil die Heal noch nicht gepasst hat. Ja, und er liegt auch schon.
der macht auch wieder AOE-Schaden. Und der ist sogar immun gegen CC. Das heißt, da braucht man gar nichts probieren. Dann nehmen wir jetzt am besten Feuer, Feuerfrost, wenn man hat. Als Pets. Den Tank lasse ich jetzt so, den harten Schlag. Das ist zwar ein CC, da könnte ich jetzt auch was anderes reintun, aber der macht halt ein bisschen Schaden. Ich denke mal, so ein bisschen zusätzliches Schaden ist immer gut. Aber wenn man merkt, der Tank hat Probleme am Leben zu bleiben, dann kann man natürlich auch nochmal irgendwie ein Heal, Self-Heal oder sonstiges mit reinpacken. Beim Gladi zum Beispiel oder beim Warrior halt was Armor gibt. Da muss man halt immer ein bisschen abwägen. Pet. Ah ja, da habe ich den hier. Perfekt. Der passt natürlich perfekt gegen den Boss. Den Healer, wie gesagt, auf AOE lassen. Braucht eigentlich für so viele Bosse immer AOE. Ja, jetzt habe ich hier... Ja, dann nehme ich den hier. Der wird zwar dann zum... War nicht ganz optimal, aber... Besseres Feuerpad habe ich eigentlich nicht. Guck, ja. Nee. Nee, dann nehme ich lieber den. Macht mehr Sinn. Ja, der passt auch. Oh, der hat den auch in Gold. Passt. Mal gucken. Ja, zur Auswahl. Der hat 5-6. Und der hat 8-0, ne? Das ist schon ein Unterschied im Assist-Wert. Man muss halt auch immer abwägen, wenn die DDs zum Beispiel dann dauernd verrecken, weil sie zu wenig Leben haben, ja, dann muss man halt einfach mal einen sauren Apfel beißen und ein Symbiose-Pad nehmen. Also der hier hätte zum Beispiel 4-8, der hat 4-4 sogar, der hat jetzt zum Beispiel 7-1 Symbiose, also da hat man dann natürlich auch ein bisschen ein paar Abstufungen, wo man nicht sofort auf ein komplettes Symbiose-Pad gehen müsste. Wenn es nicht reichen sollte. Also es gibt auch Bosse, da kommt so viel AOE-Schaden, da muss man einfach selbst als CDs und Healer Symbiose-Pads nehmen. Ja, gerade der Boss, der kommt noch öfters. Nervig. Auch in verschiedenen Varianten, dann mit diesen Sandtürmen zum Beispiel. Aber das sollte jetzt so keine Probleme machen. Ja, last but not least, der Eisbär-Anführer. Also wie man jetzt hier sehen kann, die Skills sind... Hauptsächlich Single Target. Und er fügt auch noch eine Blutung zu. Das heißt, man muss sich, man muss den Tank auch in die Buffer reinpacken. Als Pets kommt wieder die Kamel-Armee zum Vorschein. So, den Tank am besten. Wieder auf Überleben einstellen. Dann switchen wir mal. Oh.
Und auf dem vierten nehme ich mir dann. Oh, wo ist er denn? Genau. Unbrechbarer Wille, das hat auch der Gladi, also beide Tanks haben so einen Skill, mit denen sie sich die Buffs entfernen. Den Skill werdet ihr öfters brauchen bei gewissen Bossen. Den packe ich jetzt absichtlich auf Slot 4, weil ich den beim Healer auf Slot 2 packe. Und dann habe ich immer so ein bisschen so einen Wechsel. Das sollte dann eigentlich ganz gut hinhauen. Pet habe ich schon gewechselt, jawohl. Wegen den Heal-Skills, da müsst ihr dann gucken, wenn ihr es mit AOE weggehealt bekommt, braucht ihr da nicht umbauen. Wenn der Tank natürlich so gerade so aus dem letzten Loch pfeift oder umkippt, dann natürlich auf Single-Target gehen und nur den AOE, die Buffer drin lassen. Die Lebensblüte gibt es beim Charmin, nennt sich das anders. Ansonsten, ich probiere das jetzt einfach mal mit AOE. Das hat, glaube ich, beim letzten Mal auch so geklappt. Dann muss ich den Boss natürlich nochmal machen. Aber Single Target ist natürlich dann sinnvoller bei dem Boss. Der macht so gut wie keinen AOE-Schaden. Ich glaube gar keinen. Ich glaube, wie ich den probiert habe, habe ich es gerade so geschafft. Auf AOE. Ja, gucken wir mal an. Wird schon schief gehen. Wichtig ist auf jeden Fall nur, dass der Debuff runtergenommen wird. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Der eigentlich dann richtig Schaden verursacht. Aber ansonsten geht schon also. Der Lichter. Ja, damit hätten wir Toto Flachland abgeschlossen. Als nächstes kommt dann die Kobo-Küste. Die werde ich jetzt dann auch noch mit dem aktuellen Team machen und danach muss ich mal gucken, weil danach werden die Gegner schon ein bisschen härter und dann müsste ich ja auch eigentlich ein bisschen warten, weil wir aktuell jetzt erst auf Level 66 mit dem Tank sind und 64 mit den DDs, das wird dann ein bisschen eng. Das ist hier eh erst ab 65 eigentlich, also da werde ich auch schon Probleme haben. Mal gucken, was als erstes kommt. Ah, okay, der Freund hier. Ja, wie man jetzt hier sehen kann, da ist zum Beispiel der Skill dann auch schon um einiges besser. Ja, das schaue ich mir dann später mal an. Ja, an der Stelle danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr fandet den Guide informativ und er hilft euch vielleicht auch ein bisschen. Wenn euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen. Wenn ihr ihn nicht so gut fandet, dürft ihr mir natürlich auch einen konstruktiven Kommentar hinterlassen, wieso und weshalb. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.